Viktor Gernert. Simone Koppmeier, meine Damen und Herren. David. Ein grandioses Konzert, eine Harmonie zwischen Simone Koppmeier und Viktor Gernert, als würden sie seit 20 Jahren miteinander musizieren. Ich bin nervös. Und jetzt geht es dann bald auf die Bühne und wir singen unsere gemeinsamen Lieder zum ersten Mal vor Publikum. Wir haben uns durch die Christmas-CD kennengelernt, wo wir das erste Duett zusammen gesungen haben. Baby, it's cold outside. Uralte Lieder von wunderschönen jungen Menschen interpretiert. In so einen lauen Spätsommerabend. Wir sind von Freistadt, vom wunderschönen Mühlviertel. Ich bin multitaskingfähig. Ja, stimmt. Warum? Weil ich ein Mädchen bin. Sehr jazzig, sehr swingig, zum Teil balladesk. Unglaublich. Wahnsinn. Und die ganzen Leute sind da. Es ist so schön. Danke, danke, danke. Ich muss gleich weinen. Simone mit ihrem Quartett, mit Viktor Gernert, das Radio String Quartett und der Wolfgang Puschnick. Besser geht's nicht. Das klingt ja wunderbar. Fangt gleich gut an mit My Wonderland. Oh. Das müssen wir noch sehen, das wollen wir noch erleben. Wir beide kennen Sie ja schon, wir begleiten Sie schon länger und freuen uns total. Ja, ein absoluter Höhepunkt der Konzertsaison. Etwas nie dagewesen. Ich hoffe, dass es wiederkommt. Talentierten Musikern, jetzt abgesehen von mir, und einer wirklich, wirklich, würde ich sagen, Stimmung von internationalem Format mitten im Herz von Wien. Schon immer irgendwie gehört und am Radar gehabt und das war natürlich jetzt super der Abend. These are my shoes. I'm not amused when they walk me home. After dancing all night, I celebrate and felt so right. But they know me well. Sehr stimmungsvoll. Ein richtig schöner Abschied vom Sommer. Wer ist es? Und der Barkeeper hat gesagt, Simone Koppmeier. Und ich habe gesagt, cool. Und dann tust du ein bisschen googeln und dann sieht man, dass da ist sie in den Jazz-Charts und da ist sie in den Jazz-Charts und dann hat sie da ein Album in New York aufgenommen und dann dort und dort und mit dem. Und dann denke ich mir, Alter! Und dann habe ich mir alle CDs gekauft und heute darf ich ein bisschen mitsingen, das ist so schön. Simone Koppmeier.